Mine mag heute auch mal Hallo sagen. Mine? So ist weg. Hallo und herzlich willkommen bei den Nerdnets. Ich bin Annette und ich bin der Nerd. Ich bin 35 Jahre alt und ich wohne hier mit meinen Kindern und Hund und Katze im schönen Allgäu. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich hoffe auch, dass die Qualität vom Video diesmal ein bisschen besser ist als beim letzten Mal. Meine Kamera hat beim letzten Mal in so einer hohen Qualität aufgezeichnet, dass ich so eine Riesendatei bekommen habe, dass ich Tage gebraucht hätte, um es hochzuladen, weil mein Internet ist nicht so wahnsinnig gut. Ja, deswegen habe ich es runterkomprimiert, deswegen war das Bild ein bisschen doof. Ich weiß, dass das doof ist, aber da muss man durch. Also ich musste durch und ihr leider mit, aber so ist das. Ja, das hier ist eine Werbesendung, weil ich euch Wolle in die Kamera halte und Marken nenne und Designer nenne. Und wer auch immer da gerne nachkaufen möchte, der kann das gerne tun, wenn es das noch gibt. Ja, ansonsten, heute ist der 7. Mai, es ist nachmittags, es ist mittags, ich mache gerade Mittagspause. Mein Kind ist im Raum nebenan, er hat gestern einen kleinen Unfall gebaut, ist umgetreten mit seinem Fuß. Der ist jetzt dick und wir haben nachher einen Termin beim Röntgen. Ja, deswegen bin ich heute zu Hause. Ich arbeite aber jetzt gerade Mittagspause, wie gesagt. Ich habe meinen Tee dabei. Caramel Apple Pie. Und ich habe vor allem jede Menge Stricksachen dabei. Ich habe gestrickt. Ich habe auch gesponnen, aber das habe ich nicht dabei. Weil es auf dem Rad ist. Wir bereiten uns gerade aktuell auf die Tour de Fleece vor und haben eine Warm-up-Gruppe gebildet. Und da versuche ich jetzt noch den Bett zu verspinnen, an dem ich gerade dran bin. Und ja, da habe ich ein bisschen dran gearbeitet, aber nicht allzu viel. Ich zeige euch wie immer am Anfang meine Restedecken. Ich habe ja insgesamt 3 Restedecken. Die stricke ich mit meinen Sockenwollresten oder Rest meiner Sockenwollstärke, was vielleicht ein bisschen präziser. Und 2 davon sind gleich, das sind die Decken für die beiden Kinder. Und die Quadrate sind ein bisschen größer als an der anderen, nämlich mit 51 Maschen. Und ich stricke da aktuell jeden Tag ein Quadrat. Also 5 pro, wenn man es jetzt 10 Tage nicht gesehen, 5 pro Decke. Und dazu gekommen ist dieses Lachsfarbene von der Frau Oda Socke. Und das habe ich gefeiert, weil das das Ende ist von der Reihe. Und außerdem ist es das Ende der Reihe 14. Klingt jetzt nicht besonders spektakulär und eigentlich hat die 14 jetzt nicht unbedingt, ist weder meine Lieblingszahl noch sonst irgendwas. Aber die 14 markiert den Teil, an dem die Decke genauso hoch war wie breit. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Quadrat. Und das finde ich schon einen schönen Meilenstein. Ja, also ab jetzt wächst die Decke tatsächlich so, dass man sehen kann, sie wird höher. Also erstes Quadrat, dann habe ich natürlich die 15. Reihe angefangen, ist ja logisch. Und zwar mit diesem Sockenwollrest hier von Socks Yeah und einem Rest, den ich ertauscht hatte, einem Rest, den ich im Waiting for Rain verstrickt hatte letztes Jahr, das war auch ein Kunkelkragen, und ein Rest aus meinem letzten Exploration Station, der ist von Irish Fairy Tale Yarns. Ja. Also die. Die 5 sind dazugekommen, nachdem jetzt wieder ein Monat vorbei ist, wir haben uns im Mai noch nicht gesehen, zeige ich euch mal wieder meine Rascheltüte. So sieht die jetzt aktuell aus. Das sind all die Reste, die noch groß genug sind, um in beide große Decken reinzupassen. Am Anfang des Jahres hätte ich sie euch so nicht zeigen können, weil die Decke proppen voll gestopft war und noch ein Berg oben drauf war. Mittlerweile ist es überschaubar. Und ich hoffe wirklich, dass ich die schaffe, bald so zu verstricken. Weil jetzt kommt dann auch der Sommer und mit dem Sommer kommt die Freibadsaison. Und das bedeutet, dass ich wieder öfter schwimmen gehen möchte. Und dann habe ich eh weniger Strickzeit. Und dann könnte es mir einfach an vielen Tagen passieren, dass ich außer dem Quadrat nichts anderes gestrickt bekomme. Und so gern mag ich Decken dann doch nicht. Ja,
Also noch halte ich meinen Vorsatz, da einiges dran zu stricken, echt durch. Aber wie das dann ist, wenn Freibad ist, das weiß ich echt noch nicht. Ja. Vielleicht reduziere ich dann. Möglicherweise. Also das sind die Decken für die Kinder. 51 Maschen, das ist die Anleitung von Shelly Kang auf Englisch. Und sie ist kostenlos. Und ich stricke es auf 2,5 Nadeln. So sieht sie aus. Und die andere genauso. Ja. Und dann gibt es eine dritte Decke natürlich. Die dritte Decke ist für mich, für mein Bett. Und die hat viele, viele Quadrate, aber viele kleine. Die haben nur 31 Maschen. Dementsprechend gehen die viel schneller und brauchen wenig Garn. Und da habe ich auch dran gestrickt. Im Wesentlichen zuerst die gleichen Reste wie bei der anderen, nämlich die hier alle, die habt ihr gerade alle gesehen, die fünf. Und dann kam so ein beigebraun und dann kam ein Rest von Liebesjahren in diesem Rosa. Und nachdem ich gerade versucht, die auf eine Höhe zu bekommen, habe ich dann weiter gestrickt in der nächsten Reihe. Und da sind noch die dazu gekommen, diese. Der. Das ist ein pflanzengefärbter Rest. Das ist auch von Liebesjahren. Und das sind einfach Sockenwollreste. Eigentlich beide mit einem Farbverlauf. Das sieht man nicht. Ja. Also, ich bin jetzt fast am anderen Ende angekommen. Wenn ich es geschafft habe, das Ganze auf die komplette Breite, auf die gleiche Höhe zu bringen, dann lege ich es mal auf mein Bett und schau mal, wie viel denn jetzt noch fehlt. Da ist schon noch einiges, denke ich. Aber ich denke, es ist dann auch mal schön zu sehen, wie weit ich tatsächlich schon bin, weil es ja auch ein schönes Paket mittlerweile ist. Eine schöne große Decke, die sich nicht mehr verstecken muss. Ja. Da stricke ich auch jeden Tag ein Quadrat plus eins noch dazu in der Woche, weil auf die Art und Weise schaffe ich es, ein Quadratmeter im Jahr anzustricken. So war der Plan. Ja, so ein bisschen Nerd darf man schon sein, oder? Also als Informatiker schon. Machen wir da weiter. Wenn man schon beim Thema Nerd sind, so. Nadel versenkt. Ich habe euch letztes Mal gezeigt. Die Nadel da unten, die stört mich jetzt. So. Ich habe euch das letzte Mal schon gezeigt, was ich gerade am Stricken bin aus diesen beiden Wollen. Das ist Rauma Petit Tour. Rauma Petit Tour, norwegische Wolle in zwei verschiedenen Grünfarben. Offensichtlich, wer sich für die genauen Farbnummern interessiert, der kann sich gerne melden. Ansonsten sieht das Label einfach so aus und die Farbnummern sind Nummern, also sehr uninteressant. 100% Wolle, zweifärbig, 175 Meter auf 50 Gramm. Die verstrickt sich sehr, sehr gut. In Colorwell gibt es ein bisschen eine rustikalere Sockenwolle, ein bisschen eine rustikalere Wolle. Und ich habe zum einen mit diesen Nadeln gestrickt, das sind 2,25er Carbons, und zum anderen mit 2,5er Symphony. Genau. Und da habe ich ein halbfertiges Objekt. Das ist auch das einzige, was auch nur annähernd fertig geworden ist, weil alles andere ist einfach nur ein bisschen gewachsen. Ich zeige euch das jetzt mal. So sieht sie aus. Also das letzte Mal habe ich euch dazu passend nicht die Vorlage, aber was Ähnliches in die Hand, in die Kamera gehalten, nämlich dass das hier eine Platine sein soll, so wie das hier eine Platine mal war. Das heißt, man sieht hier die Leiterbahnen. Auf Englisch nennt sich das Printed Circuit Board, also gedruckte Leiterplatte. Und der Nerd hat für sich ein paar Leiterbahnenhandschuhe vor und das hier ist einer davon. Das heißt, da kommt noch ein zweiter
Ein zweiter Handschuh dazu, den gibt es noch nicht. Da unten habe ich mit 2,25er gestrickt, das hier mit 2,5er und das wieder mit 2,25. Die eine oder andere hat mich gefragt, ob ich das Muster hochladen möchte, werde. Also was ich vielleicht wahrscheinlich tun werde, ist, dass ich das dem Colorbird Chart hochlade. Aber ich glaube nicht, dass ich in nächster Zeit dazu komme, eine komplette Anleitung zu schreiben. Das heißt, jeder, der schon mal ein Mitten gestrickt hat oder damit auskommt, dass er weiß, wie das so funktioniert. Ich sehe aus dem Fenster und da läuft gerade jemand zu meiner Haustür. Das ist merkwürdig. Nicht gut. Also nicht gut, dass man sich ablenken lässt. So. Also hat sie mich durcheinander gebracht. Ja. Man zieht die Lötstellen. Und eigentlich wollte ich den Teil hier in Grau quasi nachsticken. Das habe ich jetzt gelassen. Ich glaube, ich werde es auch dabei belassen. Weil, ja. Ich habe sie jetzt PCB Mittens genannt, nach Printed Circuit Board. Genau. Da gibt es sonst nicht viel dazu zu sagen. Muster ist wie gesagt meins, mein eigenes. Und vielleicht lade ich es hoch. Vielleicht wahrscheinlich. Die Perlen dazu sind die hier. Sehr unspektakulär. Einfache silberne Perlen ohne Marke oder irgendwas. Einfach gekauft von eBay. Ein bisschen was passiert ist auch an meinen Socken, die ich aktuell auf den Nadeln habe. Die habe ich euch jetzt auch schon, glaube ich, zweimal gezeigt. Das werden einfaches Dinos, das ist sehr ungewöhnlich für mich. Das letzte Mal war ich hier. Das heißt, das ist jetzt dazu gekommen. Ich habe also schon eine ganze Menge geschafft und hier habe ich dann beschlossen, dass es reicht. Nachbarsmähen rasen. Und ich habe angefangen, die Fersenzunahmen zu stricken, weil das hier ein Muster ist, tatsächlich, also ein Muster für Stino-Socken. Das heißt, Vanilla ist the new black, also Stinos sind quasi das neue Schwarz. Und da ist das Einzige, was irgendwie interessant drin ist, sagen wir es mal so, dieses Strong Heel hier. Das heißt, man strickt keine Fersenwand runter oder keine Boomerang-Ferse, wie man das so kennt, sondern man nimmt vorher zu und arbeitet dann den Kurzreihen unten den Heel Turn, die, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja, das stricke ich aus einem Sockblank, deswegen dieses unregelmäßige Strickbild, das gar nicht typisch ist für mich. Das sieht so aus. Also man fängt von beiden Seiten mit Grau an und dann wird es irgendwann grün und da bin ich jetzt an dem Punkt fast, an dem jetzt das Grün anfangen wird. Das heißt, da wird es ein bisschen spannender. Das werden Spendensocken, weil ich mit 68 Maschen jetzt gearbeitet habe und beschlossen habe, dass das eine Farbe ist, die vielleicht viele Männer auch gut finden. Männertauglich finde ich immer doof. Also den Begriff männertauglich. Weil was ist schon männertauglich? Es gibt auch Männer, die mögen bunt. Und das ist vollkommen okay, finde ich. Gibt es frauentaugliche Farben? Ich meine, ich trage doch auch gern mal vielleicht schwarz oder blau oder grau. Und eher selten rosa. Ja. Also das, ganz typische männertaugliche Farben. Und ich denke, ich werde es der Tanja schicken von Tanjas Wollzeit, die ja aktuell ein Projekt hat und Richtung Herbst sammelt für die Obdachlosen und Größe 43 oder so. Strickt sich noch halbwegs schnell. Vielleicht werden es auch 44. Mal schauen. Ja, ich stricke das auf 2,25er Carbonsnadeln. Und das Muster ist wie gesagt eine Kaufanleitung, aber eigentlich ist es nur ein Strong Heel. Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Entweder man nimmt wie hier zentral in der Mitte zu, also das ist quasi der die Rückseite vom Fuß. Und dann gibt es auch welche, da nimmt man auf beiden Seiten zu. Auf
funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ja, also braucht man nicht unbedingt eine Anleitung dazu kaufen. Ich habe es damals getan, weil mir die Verse einfach noch gar nichts gesagt hatte und ich die Anleitung toll fand und haben wollte. Ja, das waren meine zwei kleinen Projekte. Die zwei kleinsten. Und dann gibt es noch ein paar größere in meiner. Also eigentlich sind alle anderen größer. Naja, alle bis auf was, das ich neu angeschlagen habe. Das zeige ich euch mal noch kurz. Das hier wird ein Wimpel. Aus einem Rest. Einem Rest, den ich vor kurzem verstrickt habe für Happy End. Für mein Happy End, genau. Eine Wollmeise. Und daraus stricke ich einen Wimpel. Der Wimpel ist für die Kunkelstube, weil am 8.6. der Worldwide Knit in Public Day ist. Und da versuchen wir in Memmingen wieder einen neuen Rekord aufzustellen. Wir würden gerne mehr Leute zusammenbekommen als beim letzten Mal, damit wir uns selber schlagen können. Ihr könnt dazu die Infos anschauen. Ich verlinke wie immer alles unten in der Infobox, auch wo ihr mich finden könnt und all die Muster, die ich in die Kamera gehalten habe. Und da könnt ihr euch auch gerne anmelden. Das wird uns sehr freuen, weil wir dann ein bisschen besser abschätzen können, wie viele Leute denn kommen. Und weil wir die Aktionsfläche absperren müssen, haben wir uns dieses Jahr gedacht, wir sperren die mit Wimpeln ab, mit gestrickten Wimpeln. Und das wird so eine. Wir haben schon jede Menge, die reichen aber noch nicht. Also wenn ihr da noch ein paar stricken wollt und euch freut, dass ihr ein paar Reste loswerdet, wir sind sehr, sehr dankbare Abnehmer und wir werden die auch echt alle aufhängen, auch wenn es ein paar zu viel werden, das ist egal. Werden sollten wahrscheinlich, wenn es nicht zu viel haben. Ja, das Pattern dazu heißt Bunting Fit for Queen. Das gibt es auf Ravelry, es ist auf Englisch. Wer Probleme hat mit dem Englisch zu verstehen, der kann sich gerne melden, dann helfe ich beim Übersetzen. Wer jetzt sagt, dass er nicht auf Ravelry ist, und das Pattern deswegen nicht bekommt, den möchte ich kurz zeigen, dass es möglich ist. Man muss auf Ravelry nicht angemeldet sein, um an die Muster da zu kommen. Ich melde mich mal kurz ab. Logout. So. Geht mal zu. Also ich bin jetzt auf Ravelry und ich bin nicht angemeldet, ne? Das seht ihr hier. Aber ich kann jetzt trotzdem hier auf Download klicken und dann geht es hier auf und dann kann ich hier das PDF runterladen. Das funktioniert übrigens auch für Kaufanleitungen. Genauso, wenn ihr da auf... Moment, kann man mal kurz einer suchen. Ich nehme mal kurz den Aljaska-Pullover, dann besitze ich zwar schon, aber... Ich bin immer noch nicht angemeldet, aber ich habe hier trotzdem die Option, das zu meinem Warenkorb hinzuzufügen. Das kann man machen. Dann geht das so ein Fensterchen auf. Und wenn ich jetzt auf Checkout Now gehe, dann komme ich direkt auf PayPal, kann da meine Anmeldedaten angeben, bezahle und dann bekomme ich das Pattern an die E-Mail-Adresse geschickt, die mein PayPal-Account hinterlegt ist. Hat den Nachteil für mich jetzt, dass es nicht mit meinem Account verlinkt ist. Und wenn mir das jemand jetzt schicken würde, dass man das nicht sieht. Also normalerweise, Moment, wenn ich jetzt hier auf Send as a Gift gehe, als Geschenk verschicken, dann kann ich hier oben, also from muss ich meinen Namen eingeben. Ich bin nicht angemeldet, da reicht jetzt auch nur, wenn ich Nerd reinschreibe, ist alles gut. Und jetzt kann ich als E-Mail-Adresse, also als Recipient, als Empfänger, entweder die E-Mail-Adresse angeben von demjenigen, der es bekommen soll. Dann funktioniert es genauso wie gerade eben. Also, dass eine Mail, an dessen E-Mail-Adresse verschickt wird, ist dann nicht mit seinem Ravelry-Account verknüpft, aber er hat es dann. Oder ich kann da den Ravelry-Namen eingeben. Das mache ich jetzt mal kurz mit meinem. Na, Leni, das bin ich. Und wenn ich jetzt auf Preview Your Gift gehe, also Voransicht, dann steht da, hold on, Leni already owns das Pattern. Also Achtung, die Leni hat das Pattern schon gekauft oder besitzt das Pattern schon. Dann kann man sich sagen, okay, ich möchte es trotzdem kaufen, macht keinen Sinn, ne? Weil zweimal
braucht man es nicht. Oder man lässt es bleiben. Das funktioniert jetzt aber nicht, wenn ich das im nicht angemeldeten Zustand gekauft habe. Wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, dass jemand das Pattern noch nicht hat, dann schreibt den einfach an. Ganz ehrlich. Weil es ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich mich ausgeloggt hatte oder dass ich einfach nicht eingeloggt war, von jemandem einen Link bekommen habe, dann habe ich das gekauft. Und danach habe ich festgestellt, ich habe es gar nicht als ich gekauft, sondern ich habe es anonym gekauft. Dann ist es halt doof. Ja. Also das ist ein kurzer Ausflug in die Ravelry-Welt. Wie gesagt, damit kann man auch Sachen verschicken an Leute, die nicht auf Ravelry sind. Man kann sich selber Sachen kaufen. Wenn es euch Ravelry sonst nicht interessiert und ihr keine Lust habt, wie Projekte zu führen oder euch in den Foren rumzutreiben, dann lasst es mit der Mitgliedschaft. Ihr könnt trotzdem auf die Pattern zugreifen. Gut, das war also ein Exkurs zum Thema Bunting. Also wie gesagt, auch wenn ihr nicht drauf seid auf Ravelry, ihr kommt trotzdem an das Muster ran. Bei Bedarf zum Übersetzen helfen, gerne melden. Und ansonsten einfach den Link benutzen und runterladen. Danke. zurück zu den Projekten, die ihr eigentlich schon kennt. Eigentlich wollte ich damit weitermachen. Ich habe auf der Nadel den aktuellen Kunkelkahn. Den habe ich euch das letzte Mal gezeigt und da war ich nicht ganz auf Stand, weil ich an dem Samstag auf Hohenlohe war und nicht zum Stricken kam oder nicht den Marlin dabei hatte. Sagen wir so. Das ist der riesige Marlin von Corinna Tengler. Da oben fängt man an mit dem Weiß, dann gibt es diese Streifen und das sind Kurzreihen, also verkürzte Reihen. Dann kam das Feather and Fan Muster hier, also ein Wellenmuster heißt es in Anleitung. Das ist ein ganz, ganz traditionelles Lace-Muster eigentlich. Und da war ich beim letzten Mal. Die Streifen hier waren dann der zweite Teil, den ich da noch stricken musste. Und jetzt der dritte Teil, jetzt seit Samstag, ist das sogenannte Schaumkronenmuster hier unten. Das sieht so aus. Ich kann ihn euch nicht mehr ganz zeigen, weil meine Nadeln nicht mehr reichen. Die sind zu kurz mittlerweile. Aber ich finde ihn toll. Die Anleitung mit der, wie soll man sagen, also sie ist nicht komplett Anfänger geeignet, würde ich mal sagen. Schon was für fortgeschrittene Stricker. Von dem her sehr gut für den Kunkelkahl geeignet, weil es ja auch so ein bisschen unser Bestreben ist, dass man da was rauszieht. Also wir möchten nicht unbedingt was stricken, das komplett mindless ist, sondern wir möchten schon auch so ein bisschen Herausforderungen haben, auch für uns selber. Und das ist diesmal definitiv gegeben mit den verkürzten Reihen und den Mustern dazu. Und der wird wunderschön. Ich stricke den und stricke den mit drei Farben. Meine Farbe 1 ist diese Nichtfarbe, also ein ungefärbter Strang von Schmusewolle. Den kann man normalerweise verwendet man den zum Färben. Ich habe den jetzt so gelassen. Mein Strang 2 ist der Inhalt hier. Das sind jede Menge Reste in Grün- und Blautönen. Ich hole mal ein paar raus, einfach so stellvertretend. Zum Beispiel so. Also jede Menge kleinerer Reste. Bisher habe ich jetzt pro Abschnitt tatsächlich nur einen Rest verstrickt. Das wird sich jetzt dann, denke ich, ändern. Meine Farbe 3 ist dieses Grün-Blau. Ja, der nächste Abschnitt ist wieder Streifen. Und ich glaube, dann habe ich keinen Rest, der groß genug ist, um komplett die Streifen abzudecken. Dann werde ich abwechseln. Mir gefällt es mit den vielen verschiedenen Grüntönen. Das hier oben war schon ein Rest und das ist ein Rest und das da dazwischen ist auch ein Rest. Das stimmt gar nicht. Der nächste Teil sind die zwei. Da brauche ich gar nichts abwechseln. Also die nächste Etappe ist relativ einfach und danach kommt das schöne Segelbootmuster. Auf das freue ich mich besonders. Das sieht ganz, ganz toll aus. Da bin ich gespannt, wenn ich dazu komme, es zu stricken, weil ich da übers Wochenende zu meinen Eltern fahre. Aber da geht noch ein bisschen Wasser die Illa runter. Ja, also das ist der Marlin von Corinna Zengler, eine Kaufanleitung auf Deutsch und auf Englisch. Ich glaube, aktuell gilt noch ein Rabattcode, der auf der Seite der Kunkelstube zu finden ist, wenn ihr euch dafür interessiert. Wir haben die Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe aktuell gestoppt. Es gibt eine Ausnahme, also wenn ihr quasi soweit seid,
wie wir, dann meldet euch und dann fügen wir euch gern dazu. Aber ansonsten ist es schwierig, wenn jetzt jemand nochmal ganz von vorne anfangen würde. Die Etappen sind jetzt nicht ganz so klein und das aufzuholen, das ja, könnte schon eine Herausforderung darstellen. Sagen wir es mal zu. Das ist der Male. Was ihr ja auch schon in diversen Podcasts gesehen habt, mit Sicherheit. Zum Beispiel, wer die Monika anschaut von Momas Wohlwelt. Die wickelt ja Bobbeln. Ganz tolle Bobbeln. Und ich habe mir von ihr einen wickeln lassen. Ja, und bezahlt, ganz definitiv. Das hier ist ihr Flyer. Und weil das eine Wicklung nur für mich war, heißt der Kunst für Kunst. Das hier ist noch übrig. Da in der Mitte war grau und das seht ihr gleich. Das wird jetzt also, geht jetzt über dieses Limettengrün immerhin zu dunkelgrün. Ich bin gespannt, wie weit ich damit komme. Ich möchte ja auch nicht, dass das Ding bis zum Boden geht. Ich habe vor einiger Zeit schon angeschlagen, die Norma. So. So sieht das Ding jetzt aus. Ein großer Sack. Ich muss aufpassen, dass mir die Nadeln nicht rausrutschen, weil ich mittlerweile in der Runde stricken kann. Das bedeutet aber auch, dass die Nadeln gerne mal flöten gehen. Hier in der Mitte habe ich angefangen. Da war dieses Dunkelgrau, dann über Mittelgrau, Silbergrau, Gelb, jetzt in Grün. Seht ihr? Definitiv grün mittlerweile. Das hier ist der obere Teil, der mal der Kragen wird, dieser Jacke. Da sieht man die Ärmel. Und dann gibt es den unteren Teil, das ist dieses Lace-Muster. Das ist so im Schulterbereich quasi über die ganze Breite und dann wird es nach unten immer weniger. Das heißt, es nimmt jetzt ab. Also ich nehme überall noch zu, an allen Ecken und Enden. Und die Reihen sind echt lang. Aber das Lace-Muster wird immer kürzer. Das bis das, das ist jetzt noch das, was übrig ist. Ich denke, ich werde das jetzt zu Ende stricken, so wie es die Anleitung vorsieht, also bis irgendwann nichts mehr da ist und dann auf viele verschiedene Nadeln ziehen und mal versuchen anzuprobieren und zu gucken, wie lang das jetzt ist. Ich bin jetzt mittlerweile bei ein bisschen mehr als 30 cm, das steht der Anschlagkante, würde ich mal sagen. 32, 33, sowas. Ja. Und die Anschlagkante ist quasi die von hier bis hier nur auf der Rückseite. Ich stricke das auf 4er Nadeln, Zinknadeln. Lustigerweise habe ich mit einem anderen Bobbel und Zinknadeln Probleme gehabt die Woche. Bei dem geht es ganz gut, weil es eigentlich nur rechte und linke Maschen sind. Das letzte Mal war ich da. Es ist also nicht wahnsinnig viel passiert. Es ist eine Musterwiederholung dazu gekommen. Und ich bin in einer neuen, also ich habe einen Knoten gehabt. Das heißt, ich habe jetzt zwei Farben drin, Limettengrün, Kiwi oder wie das heißt. Bin mir da nicht so sicher. Und ich freue mich schon. Also trotzdem, es geht relativ langsam voran. Und es hat jetzt auch keine richtige Priorität. Ja. Astrid Müller, habe ich das gesagt, die Kaufanleitung. Auf Deutsch und auf Englisch, glaube ich. Weiß gar nicht, nach was ich gestrickt habe. Ich stricke jetzt aktuell nicht mehr nach der Anleitung, weil es ja momentan komplett klar ist, wie es funktioniert. Also für mich. Ich brauche die Anleitung gerade nicht und deswegen erinnere ich mich gerade auch nicht an die Sprache. Ja. Und dann habe ich noch ein Projekt, das ihr schon kennt. Und dass wir in einem Mini-Karl stricken, in einer kleinen WhatsApp-Gruppe. Dafür braucht man insgesamt 5 Farben. Das zeige ich euch kurz. Die habe ich alles selbst gefärbt. Man hat dieses ganz helle Grau. Das hat noch mein alter Wollwickler verbrochen. Das Knäuel. Und das ist auf der Basis von Schmusewolle und die ist so super weich, das mag der Wollwickler einfach gar nicht. Und dann ein wenig dunkleres Grau. Versteht ihr, warum ich den Wollwickler loswerden wollte? Ah
ein mittleres Blau, Pellblau oder wie auch immer, also auf jeden Fall ein Blau und ein dunkles Blau. Das sind die vier Hauptfarben, ein Fade soll es ergeben und das passt auch, denke ich. Und dann braucht man eine Akzentfarbe, die habe ich schon vor längerer Zeit gefärbt. Das war eine Vielfarbe. Es sollte was ganz anderes rauskommen. Es ist dann dieses Goldgrün rausgekommen. Ich fand es damals doof. Ich habe es dann in den Schrank getan, in der Hoffnung, dass irgendwann ein Projekt auftaucht, für das es gut passt. Und das ist jetzt mit dem Aljeska passiert. Ja. Der Aljeska ist eine Kaufanleitung von Caitlin Hunter auf Englisch. Und ich zeige ihn euch einfach. Das vorne ist hinten, da ist vorne. So, jetzt habe ich meine Wolle runtergeschmissen. Die Schwerkraft immer. Ja, und man fängt oben an zu stricken mit diesem Bündchen. Das ist relativ eng anliegend. Ich weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt. Also das ist Farbe 1, das helle Grau. Dann kommt hier ein dreifarbiger Colorwork-Teil. Das war bedingt schön zu stricken. Das ist auch sehr, sehr dick insgesamt, weil man natürlich zwei Spannfäden im Hintergrund hat. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die in nächster Zeit so viel tragen werden kann, auch wenn es jetzt die letzten Tage geschneit hat. Das hier ist die dunkelste Farbe. Das hier offensichtlich der Kontrast. Dann geht es weiter im mittleren Grau. Und dann kommt nur noch zweifarbiges Colorwork. Und eigentlich würde man hier relativ schnell in die vierte Farbe wechseln und dann mit Topfen arbeiten. Aber Frau Nerd hat es nicht so mit dem Lesen und ich habe die falschen Farbmengen gefärbt. Ich habe von diesem Mittelgrau zwei Stränge gefärbt, weil ich gesehen habe, man braucht von einer Farbe für meine Größe zwei. Und ich dachte, es sei die Farbe 3. Aber eigentlich wäre es Farbe 4 gewesen. Deswegen habe ich später gefadet und ich hatte keine Lust auf die Tupfen, weil mich die an Schnee erinnert haben. Letztes Mal war ich da. Da ist jetzt. Da habe ich gefadet, das sieht man so ein bisschen. Und jetzt bin ich am Bündchen. Das heißt nicht mehr viel, dann kann ich das abketten und dann habe ich den Körperteil geschafft. Die Ärmel fehlen offensichtlich noch. Und da geht es im Prinzip genauso weiter. Also man strickt auch das und das und dann kommt bei mir ohne Pünktchen mittelblau und dunkelblau und dann bin ich fertig, aber das wird noch eine Weile dauern. Das Pulli-Projekt gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde den Pulli großartig. Mag den sehr, sehr gerne. Ich finde auch das Maschenbild wunderschön von dieser Wolle. Die Schmusewolle ist eine ganz, ganz tolle Basis zum Färben, kann ich nur empfehlen. Das ist die weichere von den beiden. Ja, der Pulli selber wird auf 3,5er gestrickt. Wer es braucht und im Colorwork arg eng strickt, sollte da eine Maschengröße hochgehen. Das habe ich nicht getan. Ich habe also alles mit 3,5er gestrickt. Man sieht jetzt keinen großen Unterschied, ne, zwischen Nicht-Colorwork und Colorwork. Und jetzt hier unten bin ich auf 2,75er Nadeln runtergegangen. Das sind bei mir die Nadeln mit dem Feature. Ich kann damit um die Ecke stricken. Genau. So ist das. Dann kurz auf die Zeit gucken, weil ich eigentlich nicht ganz so lange aufnehmen möchte wie das letzte Mal. Das schaffen wir diesmal. Ich habe neue Sachen angestrickt. Eins habt ihr gesehen, den Bunting Fit for Queen. Aber es kam der 1. Mai. Und mit dem 1. Mai kam auch, das war Kunkelstube, ne? Am letzten Wochenende, die Ellie hat schon erzählt und ich denke, die Jenny auch, das habe ich noch nicht gesehen, weil ich noch nicht dazu kam. Wir hatten auf jeden Fall Kunkelstube, wir hatten viel, viel Spaß, es waren jede Menge Leute da. Ich habe mich ganz doll über den Besuch von Susanne von Fadenspielerei gefreut, die uns überrascht hat und am Tag vorher auf hohen Du einfach nichts gesagt hat. Sowas. Ja, auf jeden Fall hat auch in der Kunkelstube die Jenny gewürfelt. Das war sehr lustig anzusehen, weil ich war eine von denen, die einfach nur im Hintergrund stand und die zwei Mädels mit der Kamera fotografiert hat. Vielleicht hänge ich euch davon ein Bild an.
ist fies, ne? Kann man schon mal machen. Und sie hat die 2 ausgewürfelt für jetzt Mai, Juni. Und damit hat sie ein Projekt gewürfelt, das bei mir aus dem Grund auf dieser Liste gelandet ist, weil ich ihn ohne das Projekt nie gestrickt hätte. Weil so ein bisschen. Ja, um Gottes Willen, was ist das? Die Silvia von Magische Maschenbilder, die hat den schon länger auf den Nadeln und da habe ich mich verliebt. Du bist schuld, Silvia. Sie strickt den Jura-Cardigan von Mary Henderson. Das ist ein Colorwear-Cardigan, der wird gesteakt. Das ist für mich auch ein erstes Mal steaken, das habe ich noch nicht gemacht. Und der hat einfach überall Colorwear, also komplett. Und das Ganze auch noch in Sockenwollstärke. Also ein großes, großes Projekt. Und der ist einfach wunderschön. Man braucht ja jede Menge Farben. Und deswegen sieht meine Projekttasche auch so aus. Da ist auch eine Projekttasche drin tatsächlich. Und in der Projekttasche ist das drin, an was ich tatsächlich arbeite. Und der Rest ist im Prinzip mein Wollvorrat dafür. Ich zeige euch mal kurz, wie weit ich gekommen bin. Ich habe angeschlagen, und zwar habe ich das Bündchen angeschlagen vom Ärmel, weil ich den Ärmel gern als Maschenprobe benutzen möchte, weil ich zu faul bin für eine Maschenprobe in der Runde, und so ein Ärmel strickt man auch in der Runde, und bei dem Ärmel ist es nicht so wichtig, dachte ich mir. Ja, also so sieht er aus. Da, das gefällt mir nicht so gut, aber das kommt daher, dass man hier einfach ungefähr jede Reihe wechselt und ich überlege noch, wie ich das jetzt hinkriege, ob ich da von innen so ein bisschen oder ob ich einfach mal warte, wie das so ist nach dem Waschen. Ja, also da ist der runde Anfang und der ist nicht ganz so gut gelungen. Ansonsten gefällt mir das hier sehr gut und da sind alle Farben einmal drin. Ich zeige sie euch trotzdem mal kurz. Ich habe Farbe A, so ein Altrosa, sage ich mal. Und alle Wollknäuel, die ihr jetzt seht, sind von Drops Flora. 65% Wolle, 35% Alpaka. Mit der habe ich schon öfter Colorwear gestrickt. Das funktioniert ganz gut. Das hier ist jetzt Farbe 20. Die haben alle nur Farbnummern. Wenn euch die Nummern dazu interessieren, dann schreibt mich gerne an. Ansonsten werde ich die jetzt nicht explizit dazu sagen. Also das ist Farbe A. Farbe B, damit werde ich auch die Buttonbands machen, also die Knopfleisten. Farbe C ist so ein Beige-Ton. Farbe D, ein Türkis. Farbe E, ein bisschen petroliger. Und Farbe F, das Blau. Also, 6 Farben. Mir war wichtig, dass es nicht ganz so knallt. Also es soll natürlich schon bunt werden und das wird es auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh Gott, mit was trägst du das? Sondern das sind eigentlich, finde ich, schöne harmonische Farben. Was meint ihr? Also mir gefallen sie. Ja, da kommt jetzt dann der Ärmel dran, aber ich glaube, ich werde zuallererst das zweite Bündchen stricken und dann beide Ärmel quasi parallel. Ich stricke das auf Dreier Nadelspiel und ja, gibt sonst nicht viel dazu zu sagen. Das ist eine Kaufanleitung auf Englisch. Die kann man entweder einzeln kaufen auf Ravelry zum Download oder es war, glaube ich, eine Anleitung in Annette. Da war es das Titelmodell. Ich glaube, da hat sich die Silvia damals rein verliebt. Und ja. Schauen wir mal, wie da der Fortschritt so ist und ob ich das in den 2 Monaten hinbekomme. Da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel dran. ja. Dann, wie gesagt, 1. Mai. Und das war auf jeden Fall geplant. Und was dann am 1. Mai auch gestartet hat, war der Strickteil vom Solarfärben. Die Solarfärbungen habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Die sind ja eigentlich sehr schön geworden, also finde ich zumindest.
Ich habe 4 Stränge gefärbt und ich wollte die auch alle 4 zusammen verstricken. Die Stränge sehen so aus. Jetzt mittlerweile gewickelt. Das hier oben, das ist Färberginster. Das da, das ist Orleanssaat. Das rote ist Krabb, das braune ist Walnuss. Das ist das Pergern von Schmusegarne. Das ist zweifädig verzwirnt. Und damit habe ich angeschlagen und zwar einen Pulli. Den Ringel-Ringel-Reihe Long von Kerstin Esch. Das ist eine kostenlose Anleitung auf Deutsch. Und ich bin, ja, wie sage ich das jetzt? Also ich komme mit der Anleitung klar, aber sie hat ihre Tücken. Es wird ein Ringelpulli, das sagt der Name ja schon so ein bisschen. Man fängt oben an, es ist ein Raglan. Das hier ist der Halsausschnitt. Aktuell sieht es noch so aus, als würde es ein Cardigan werden. Das wird jetzt demnächst dann in die Reihe zur Runde geschlossen und dann geht es ringsum. Das da oben ist der Färberginster, Walnuss und jetzt kommt die Orleanssaat. Und dann als viertes der Krabb. Hier zum Abschluss gibt es immer eine krause Reihe, und zwar in der oberen und in der unteren. Und das Gemeine ist, dass sie im Prinzip die ganze Zeit so schreibt, als würde ich jetzt schon in der Runde stricken. Und das habe ich erst relativ spät begriffen. Also das Prinzip ist eigentlich denkbar einfach. Man strickt viel rechts und ab und zu mal eine linke Reihe. Man muss zunehmen, aber man muss die ersten paar Streifen dran denken, dass man nicht Runden strickt, sondern Reihen und das macht es ein bisschen ja, nicht so trivial. Ich habe was zum allerersten Mal gemacht und zwar einen provisorischen Anschlag. Gehäkelt. Ich gehäkelt, ja, also mit Luftmaschenkette. Fand ich spannend. Wie gesagt, habe ich noch nie gemacht. Hat gut funktioniert, offensichtlich. So gut. So gut häkeln kann ich. Ich habe auch eine Häkelnadel, also ich musste mir keine leihen und auch keine bestellen. Ja, und das ist jetzt kein Projekt, das große Priorität hat, tatsächlich. Ich werde da einfach ein bisschen dran stricken, wie ich gerade Lust habe. Und ich freue mich über die Farben und ich finde auch das Maschenbild sehr, sehr schön von der Wolle. Guckt euch das an. Genau. Also die Farben machen großen Spaß. Ansonsten, die Anleitung, die gibt es nur in einer Größe. Wenn euch die nicht passt, sucht euch einfach einen Raglan-Rechner und guckt euch an, wie die Streifen gearbeitet sind. Dann könnt ihr damit jede andere Größe auch stricken. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, und dann gibt es noch ein neues Projekt. Weil 2 Projekte an einem Tag anstrengen kann ja jeder. Ich habe also ein drittes angestrengt. Ich habe beim letzten Mal schon angekündigt und Mitstreiter gesucht und ich bin auch fündig geworden. Vielen Dank dafür. Also wer noch mitstricken mag, meldet euch gern. Ich füge euch auch immer noch gern zu unserer kleinen WhatsApp-Gruppe dazu. Ich habe angestrickt den Dirty Lace von Libby Johnson. Das ist eine Kaufanleitung auf Englisch. Und ich habe mir auf dem Hohenloher Wollfest von Momas Wollwelt, so sehen die Labels normalerweise aus, 3 Stränge gekauft. Diese 3. Orange, Gelb, Pink. Pink nicht ganz so mein Farbschema normalerweise, aber ich habe das so ein bisschen Indien inspirieren lassen, also von Indien. Und da hat noch eine 4. Farbe dazu gefehlt. Die hatte sie aber nicht mehr in Baumwollacryl da, sondern noch mit Alpaka und das wollte ich nicht, weil ich es gut waschen wollte und uns auch nicht so heiß haben wollte und Alpaka wärmt. So meine. Und deswegen kam der jetzt später dazu. Das heißt, das hier ist quasi mein Einkauf der Woche. Mehr kam auch nicht dazu. Also, wer Hohenlohe gesehen hat, der weiß, dass ich damit eine Weile beschäftigt sein werde. Ansonsten habe ich jetzt quasi schon die Reihenfolge des Oranges, die 1, Pink ist die 2, Gelb 3 und Türkis
die 4. Und ich habe angeschlagen zweimal. Das erste Mal habe ich am 1. Mai angeschlagen und das zweite Mal, glaube ich, am Wochenende. Ja. Ich habe zuerst mit Zinknadeln angeschlagen und die Zinknadeln, die fanden das Projekt nicht so gut. So, was war da? Da. So sieht das jetzt aktuell aus, noch sehr unspektakulär. Ich habe 2 Lace-Reihen geschafft, die man unschwer erkennen kann. Und das hier, das sind kleine Löcher mit einem Umschlag. Und das sind die großen Löcher mit 4 Umschlägen. Und mit diesen 4 Umschlägen und dem gefachten Garn und den Zinknadeln, das war keine gute Kombination. Die Umschläge haben sich irgendwie ineinander verheddert und dann habe ich die Zinknadeln nicht mehr durchgebracht. Und deswegen habe ich, nachdem ich dann auch noch einen Fehler eingebaut habe, die Nadeln gezogen. Und ein paar andere reingezogen. Ja. Man strickt jetzt in die Höhe und man sieht es, also man schlägt die Maschen an, die man auch später immer drauf haben wird. Es wächst also nicht irgendwie in die Breite, sondern es behält die Maschenzahl bei, aber es läuft schräg. Man nimmt das auf der einen Seite zu und auf der anderen Seite nimmt man ab. Und trotzdem soll das Lace-Muster die ganze Zeit übereinander liegen. Das tut es jetzt mittlerweile bei mir. Beim ersten Versuch hat es das nicht getan. Da habe ich mich irgendwo, habe ich einen Fehler eingebaut und dann war das leicht versetzt und dann habe ich gedacht, donk. Da habe ich jede Menge Marker eingesetzt, also für jeden Repeat ein Marker. Sieht die jetzt nicht ganz so doll, doch man sieht sie. Und ja, also so auf die Art komme ich jetzt gut zurecht und denke, dass da jetzt die nächste Zeit einiges dran passieren wird. Ich möchte jetzt zuallererst den Aljeska fertig bekommen, weil das Bündchen ja jetzt, also ich bin ja gerade am Bündchen, dann fehlen nur noch die Ärmel. Das heißt, den will ich eigentlich von den Nadeln bekommen und danach glaube ich wirklich, also mein Hauptprojekt quasi draus machen, weil es fertig werden soll. Ich möchte es tragen im Sommer und mitnehmen und genau. So ist das. So, das war es jetzt mit Gestricktem. Ich habe auch außer dem hier nichts weiter gekauft. Ich habe nichts geribbelt. Und nichts genäht. Ich habe schon erzählt, ich war bei der Kumpelstube. Wir waren am Wochenende im Indoor-Spielplatz, weil es geschneit hat. Ja, der ganz normale Wahnsinn. Ich würde jetzt sagen, bevor ich euch jetzt dann noch weiter zulabere und wir es endlich mal wieder schaffen, vielleicht unter 50 Minuten zu bleiben, zumindest rein Videozeit. Da kommt ja noch der Gruß vom Hund vorab. Verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt die Zeit. Lasst keine Maschen fallen.